Sarah Biasini, die Tochter der großen Romy Schneider, erzählt über ihr schwieriges Leben nach dem Tod der Mutter. Tiefe Freude schenkte ihr erst ihre eigene Tochter Anna. Es war ein Moment puren Glücks für Sarah Biasini, 44, jener Traum, in dem ihre Mutter Romy und ihr tödlich verunglückter Bruder David noch leben. Doch dieses wunderbare Gefühl war schnell wieder verflogen. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Die erste Sekunde nach dem Aufwachen kam mir zum Glück ewig vor, schreibt sie in ihrem gerade auf Deutsch erschienenen Buch Die Schönheit des Himmels, in dem sie die wechselvolle Geschichte ihres Lebens erzählt. Sarah Biasini, die Familientragödien machen ihr bis heute zu schaffen, der Verlust ihrer Mutter und ihres Bruders beschäftigt sie bis heute. In Therapiesitzungen versucht sie, die Familientragödien aufzuarbeiten, viele Jahre schon. Der Schmerz ist trotzdem geblieben. Den Tod ihrer Mutter Romy Schneider erlebt sie als knapp Fünfjährige, und vor allem auch die Verzweiflung der Menschen um sie herum. Mit den Worten Mama ist gegangen. Um bei David zu sein, versuchte ihr Vater damals, dem Mädchen das Unfassbare begreifbar zu machen, ihre eigene Tochter ist ihr größtes Glück, ob ihre Mama sie, das absolute Wunschkind, womöglich freiwillig verlassen hat, darüber denkt Sarah lange nach. Niemand in meinem Umfeld glaubt es. Ich könnte es ihr nicht verübeln. Ich weiß, was sie durchgemacht hat. Ich kenne die Müdigkeit, den Schmerz, die Trauer, geholfen hat ihr die Geburt ihrer heute dreijährigen Tochter Anna, die Romy Schneider so sehr ähnelt wie sie selbst. Zuvor hoffte Sarah Biasini 10 Jahre vergeblich auf Nachwuchs. 2 Kinderwunschbehandlungen schlugen fehl. Mit 39 Jahren, als sie schon aufgegeben hatte, klappte es auf natürlichem Weg. Ihr Arzt sei nicht erfreut gewesen, so Sarah, er wollte ihr eigentlich mit medizinischen Mitteln das ersehnte Baby bescheren. Man sieht sie geradezu lächeln, als sie das schreibt.